Hallo, wir sind heute bei der Bäckerei und Konditorei Siebert in Berlin. Hier arbeitet Tomomi, eine Easy German Zuschauerin aus Japan. Sie hat uns eingeladen, einmal die Bäckerei anzusehen. Wir gehen rein. Hier sind wir mit Tomomi. Was hast du gerade gebacken? Ich habe Pizza gebacken. Ja? Ja. Jetzt sind wir in der Backstube und bei uns ist der Bäckermeister, Herr Siebert. Herr Siebert, was wird hier gebacken? Ja, alles, was eine Berliner Bäckerei macht. Also wir fangen mit Brot an, ganz viele Brotsorten. Die stehen hier noch zum Teil. Danach Brötchen, also Schrippen ist ungefähr die Hälfte. Und dann aber auch ganz viele andere Sorten, zum Beispiel Splitterbrötchen, eine Berliner Spezialität, Süßes. Und gibt es in Japan auch solche Bäckereien? Na, leider nicht. Ja, wir haben keine. Ja. Brot ist nicht so beliebt in Japan. Doch, aber junge Leute mag gerne. Ja. Junge Leute essen Brot in Japan? Ja. Und du lernst hier, wie man Brötchen backt und dann kannst du in Japan eine deutsche Bäckerei eröffnen? Naja, mal gucken. Mal gucken. Wie lange gibt es Ihre Bäckerei? Seit 1906. Wir sind die älteste Bäckerei in Berlin. Immer hier in diesen Räumen. Also da wurden hier die Häuser neu gebaut. Das war damals der Stadtrand. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jetzt sind wir mittendrin. Aber in Berlin der Stadtrand. Das war mein Uropa, der das 1906 gemacht hatte. Und seitdem gibt es die Bäckerei. Also seit Kaiserszeit, Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, bei den Nazis. Unter Beschuss hier im April 1945 wurde weiter gebacken. Die DDR-Zeit, mein Vater, und seit 1990 mache ich es. Wir sind jetzt im Verkaufsraum der Bäckerei. Welche Sorten Brot haben wir hier? Ja, wir haben ganz verschiedene Sorten. Das Hauptbrot ist hier so ein Roggenmischbrot. Das wird hier in Berlin am meisten gekauft, sagen wir mal. Die Hälfte unseres Brots sind diese Sorten. Hier werden gerade Schrippen gebacken. Der Teig wird hier geknetet und dann in Brötchen, in kleine Brötchen unterteilt. Tomomi rollt jetzt die Brötchen. Die Brötchen kommen auf das Schrippenbrett und werden dann im Ofen gebacken. Zweitbeliebteste Sorte, Vollkornbrot. Mhm. Das ist 100% Roggen. Das ist also hier so in Berlin, ist eine Roggengegend von früher. Da wird also viel Roggen, das ist reines Roggenbrot, aber es ist Roggenvollkornmehl. Roggenbrot. Ja. Hier kannst du mal sehen, wie das von innen aussieht. Also eher dunkler innen. Ja, eben Roggenmehl, aber nicht gefärbt. Also so ist das normale Roggenmehl. Mhm. So sieht es aus. Die dunkler sind in manchen Industriesachen, die sind immer gefärbt. Echt? Ja, ja. Also Roggen ist bloß so. Das ist normal, Roggen ungefärbt. Alles, was dunkler ist, ist dann mit, in der Regel Malz, mit Malz nachgefärbt. Oder das wusste ich nicht. Drin was auch. Ist das? Das ist ein Rosinenbrot. Weizen, ist ein bisschen süßer Teig und innen und außen Rosinen noch drin. Ist hier. Und was haben wir noch hier? Baguettebrot oder Kaviarbrot auch in Berlin früher. Kaviar. Kaviarbrot, ja, sagt, ja. Ist das was ganz Edles? Da wurde das dann so, kleine Schnittchen und so. Und die waren ja dann mit Ei und ein bisschen Kaviar oder so. Wahrscheinlich daher aus der Zeit. Da legt man den Kaviar drauf. Zum Beispiel. Na, gekommen, sagen wir mal, ist ja schon, die Bäckerei gibt es 111 Jahre, ja. Nicht? Und früher war das so, war ja der Tourismus und sonst so nicht so verbreitet. War nicht also hier jeden Tag 30 Franzosen hier drin wie jetzt. Ja. Sondern die waren selten. Die waren mal außen. Bei Napoleon mal hier und danach dann ein paar Hugenotten oder so, oder davor. Und nur die haben das gegessen? Na, die anderen nur, wenn sie es leisten konnten, nicht? Also das war ja relativ teures Mehl. Das Roggenmehl ist immer einfacher, preiswerter, weil es hier gewachsen ist in der Umgebung. Mhm. Und den Weizen haben sie ja aus dem Süden irgendwo hergeholt. Und auch dieses helle Mehl ist generell ja immer, da wird ja mehr sozusagen in der Mühle weggeschmissen, bei hellen Mehlen. Okay. Mit Vollkorn wird das ganze Korn hier drin. Normalerweise ist Vollkorn also das billigste Mehl früher gewesen. Ja. Und so. Und das war das, was sich die
die Reichen leisten konnten, die Vornehmen, wo die Hälfte sozusagen der Müller weggeschmissen hat. Und das Gute, das Auszugsmehl, das Beste. Das wusste ich gar nicht. Heute ist es umgekehrt, ja. Nicht? Da kommen die Nächsten. Jetzt müssen wir hier weg. Da werden die neuen Kümmelstangen frisch aus dem Ofen angeliefert. Ist die Backstube jetzt besonders voll um 10 Uhr? Nein, es sind unterschiedliche Zeiten, immer mal. Auch mal früh ein Ansturm und dann wieder. Aber sag mal, heute Mittwoch ist Donnerstag ist ein ruhiger Tag. Oft stehen die Leute bis draußen, am Sonntag bis zur Ecke. Da stehen. Da sind 5 Verkäuferinnen hier und draußen stehen 70, 80 Leute. Ja, wenn man so eine lange Tradition hat, dann ist das Brot ja auch beliebt. Ja, ist es. Also hier haben wir jetzt verschiedene Kuchensorten. Das ist eine Streuselschnecke. Eine Zuckerschnecke, eine Quark- oder Käseschnecke. Mhm. Amerikaner. Genau, das ist ein Amerikaner. Warum heißt der so? Der heißt so, weil dort die Lockerung mit Ammonium ist. Ammonplätzchen, ursprünglich mal. Ammoniumplätzchen. Abgekürzt Ammoniumplätzchen, solange ein Ami. Also nichts mit Amerikanern zu tun. Gar nicht. Und was ist hier am beliebtesten? Ganz schwierige Frage. Jeder hat jeden Tag was anderes, was er gerne isst. Aber sehr viel machen wir Pfannkuchen. Ich hätte gerne eine Schrippe, ein Kürbiskernbrötchen und so ein halbes Roggenvollkornbrot. Janusz, hast du noch einen Wunsch? Vielleicht einen Kuchen? Ja, vielleicht einen Kuchen. Wenn, dann so ein Berliner. Ein Pfannkuchen, dann nehmen wir noch einen Pfannkuchen dazu, bitte. Ja. In Berlin heißt das doch nicht Berliner. Mit Kirschkonfitüre oder mit Pflaumenmus, das ist die Frage. Mit Kirschkonfitüre oder mit Pflaumenmus, Janusz? Mit Pflaumenmus, bitte. Dann bekomme ich 3,50 Euro, bitte. So, alles drin. Bitteschön. Ich bedanke mich. Ich mich auch. Dankeschön. So, ich habe jetzt hier frische Brötchen und ein halbes Brot gekauft. Das essen wir gleich zum Frühstück. Das war unser Video aus der Bäckerei Siebert in Berlin. Kommt mal vorbei und probiert das leckere Brot in der schönen Fließerstraße 12 im Norden Berlins.